Eidos. Willkommen zu Let's Play Thief Deadly Shadows. Hi, hi, Leute, da sind wir wieder mal bei Thief. Nun, nach Teil 1 und 2 befinden wir uns logischerweise im dritten Teil der Saga und dem letzten Teil der Thief-Trilogie. Ihr habt's gewollt, ihr habt gebettelt, ihr wollt es sehen. Ihr bekommt es. Starten wir ein neues Spiel. I got a tip last night from my fence. Heartless Perry. A nobleman named Lord Julian had some sort of quarrel and showed up at a local inn well after nightfall and in a foul mood. He's carrying a velvet bag, about the size of a man's fist, and it never leaves his sight. Sounds likely to be valuable, but I'll know for sure when I steal it from him. Perry sent over a floor plan of the place, the Blue Heron Inn. Finding his lordship won't be hard. His room number will be in the guest register. If I can get to the front desk to read it. The inn will have guards, but not as many as a private estate. That should make things easy, which is one of the reasons I'm willing to try it without knowing for sure what the take will be. Lord Julian is so protective of that bag. There's got to be something of value in it. Ja, wir kommen zur ersten Mission, die mehr oder weniger eine Mini-Tutorial-Mission ist, die gesamte Geschichte des Spiels einleitet. Es gibt leider nicht mehr die coolen Zwischensequenzen der ersten beiden Teile. Ist so einer der ersten Rückschritte, könnte man sagen. Naja, es ist schon okay. Auf jeden Fall bekommt ihr, die sonst nur den ersten und zweiten Teil kennen, mal die Originalstimme von Geralt zu hören. Und in diesem Spiel mehr als genug, denn dieses Spiel gibt es nicht mit deutscher Synchro, sondern nur mit deutschen Untertiteln. Immerhin, es könnte schlimmer sein. Und ja, was gibt's groß zu sagen? Das ist jetzt die erste Tutorial-Mission, bei der man Schwierigkeitsgrad noch nicht großartig auswählen kann. Wir werden das Spiel natürlich wieder auf Experte durchrocken, das geht jetzt im Tutorial noch nicht, aber dann, sobald das Spiel richtig losgeht. Aber jetzt kann ich hier noch nicht viel machen. Ja, die Aufträge für diese Mission, wir sollen ein spezielles Beutelstück finden. Das ist dieser Samtbeutel von diesem Lord Julian. Wir müssen mindestens 40% der Beute stehlen. Behaupten sie jedenfalls, ich bin der Meinung, im Tutorial ist das scheißegal, ob man Beute stiehlt oder nicht. Und dann noch die Schwierigkeit, die hier im Tutorial auf normal gesetzt ist. Ausrüstung haben wir Wasserpfeile, ein
Dolch und unseren guten Knüppel. Los geht's. Willkommen in der Trainingsmission. Bla 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 bla. Ich werde diese ganzen Anweisungen des Tutorials nicht weitestgehend nicht vorlesen. Ihr könnt sie gerne lesen, ich werde sie immer kurz aufgeblendet lassen. Aber ansonsten werde ich jetzt mich hier einfach durchschleichen. Ja, ich weiß, wie die Steuerung funktioniert. Und wir schleichen uns an den Schatten an dieser Wache vorbei. Was wir jetzt übrigens auch in Third Person machen können. Das erste Mal in der Serie. Und das einzige Spiel, bei dem man das so frei machen kann. Und ich finde Geralts Animation sehr butterweich und cool. Und daher werde ich das öfter mal schalten, wenn ich es einfach stylisch finde. Ich werde aber versuchen, weitestgehend das Spiel in der Ego-Perspektive zu spielen, weil die anderen beiden Teile auch so waren. Und weil einen die Ansicht der dritten Person oft Vorteile gibt, wenn man um Ecken schauen möchte und so weiter. Ich will es mir nicht zu leicht machen, indem ich ständig die Kamera von hinten wähle. Einige Wachtposten machen regelmäßig Rundgänge. Beobachten Sie die Gewohnheiten und so weiter. Ja, ich habe Thief 1 und 2 gespielt, ich weiß das. Schön weitergehen. Stecken wir uns hier nochmal. Alles gut. Der entdeckt uns nicht, denn wir sind Geralt, der Meisterdieb. Der schon zweimal die Welt gerettet hat. Und es fühlt sich auch gut an, wieder zu Hause zu sein im Thief-Universum. Hier steht ja da eh drauf, das weiß ich mittlerweile. Und hier ist ein metallener Boden, über den wir nur geduckt schleichen sollten. Sonst machen wir ordentlich Krach. Sie haben in jeder Mission bestimmte Aufgaben, das gilt auch für diese Trainingsmission. Jaja, wie man sich duckt, ich bin schon geduckt, das weiß ich. Das Tor schließt sich magisch hinter uns. Und hier ist ein Fass, an dem man mal was demonstrieren kann. Dass man als Meister die vielleicht nicht so viel Krach machen sollte. Naja, und die Physik-Engine des Spiels. Die teilweise echt witzig ist. Ich habe das Spiel so weit hell gestellt, dass ihr was sehen könnt an den dunklen Stellen, aber das ist für mich auch nicht wie ein grauer, heller Schleier aussieht. Sollte eigentlich so okay sein, denke ich. Löschen Sie mit einem Wasserfall die Fackel an der Wand. Weil Sie es können. Auch wenn es hier gar nicht notwendig ist. Das Gute an dieser Stelle ist, hier ist ein unerschöpflicher Vorrat von Wasserfallen, die magisch auf dieser Truhe erscheinen. Und da können wir erstmal unseren Vorrat auffüllen. Den haben wir dann auch in der nächsten Mission. Das ist ziemlich praktisch. Und da bin ich da so dreist und mach das. Immer her damit. Mit den tollen Wasserpfeilen. Das ist der neue Bogen. So ein bisschen schräg hält er ihn. Der alte war ein bisschen cooler. Aber ist okay. Ist halt alles ein bisschen anders, also zwischen Thief 2 und 3 hat sich einiges geändert. Das Entwicklerstudio Looking Glass ist leider pleite gegangen damals, obwohl sich die Thief-Spiele gut verkauft haben oder irgendwas ist da passiert. Die Spiele haben sich wirklich für damalige Zeit gut verkauft und trotzdem hat sich das Studio aufgelöst. Und dann haben einige Mitglieder von Looking Glass sich diesem Studio Ironstorm oder wie es heißt angeschlossen und die haben dann hier diesen dritten Teil gemacht, Thief Deadly Shadows. Und wir gucken noch Geralts geschmeidigen Animationen ein wenig zu. Ich mag diesen Scheineffekt von Mondlicht und Sternenlicht oder was es sein soll, der so teilweise hier in die Häuser reinglitzert. Ist schon ein grafischer Quantensprung verglichen mit Teil 1 und 2, ne? Auch wie hier diese wabernde Lichtquelle und die Gitterstäbe und die Schatten, die sich auf Geralts Körper entlang reihen. Und natürlich Schlösser knacken gibt es auch noch. Und ziemlich große Ratten. Und da gibt es jetzt nicht mehr die alte, halt die richtige Dietrich-Taste gedrückt Methode. Sondern es gibt so ein kleines Minispiel, mit dem man die Schlösser knackt. Ist ganz cool, finde ich. Und
Da gibt es später auch richtig fiese Schlösser, die einen in brenzlige Situationen bringen. Ist im Grunde sehr ähnlich dem vom Reboot, muss ich sagen, das Schlösserknackensystem. Nicht ganz so spitz, finde ich, aber sehr ähnlich. So, jetzt sind wir bei der Rezeption des Gasthauses angekommen. Und da wir einen Blick in das Register werfen wollen, hauen wir den guten Jungen mal um. Und ihr seht schon, was ich meinte. Wie lustig die Physik ist. Seht ihr, wie er da liegt? Das ist so lustig mit diesen Ragdoll-Physics, die in diesem Spiel herrschen. Passt mal auf. Flatsch. Das tut bestimmt nicht weh oder könnte ihn möglicherweise töten. Rezeption. Ja, und jetzt sollen wir das Register lesen. Lord Julian. Wouldn't do to have anyone think he was just Julian. Die Gästeliste. Lord Julian, Pfingstrosen Suite. Earl of Warwick, nebst Freunden, Cotillion Suite. Dame Yala, nebst Begleiter, Crystal Suite. Oder Kristall Suite. Naja, ein Gästebuch halt. Und wir folgen den Tutorial-Fußstapfen. Oh, eine Miezekatze. Die ein bisschen abgemagert aussieht. Hi, Miezi. Miau. Du siehst gar nicht auf Speed aus irgendwie. Was haben die dir ins Futter getan? Fütter mich. Ich bin auf Droge. Okay, weiter. Die Katzen sind ja die Freunde der Diebe, wie wir wissen. Ja, wir haben noch eine Karte, die sind in diesem Spiel aber ziemlich unbrauchbar, finde ich. Man kriegt dann ungefähr einen Überblick, was wo ist. Aber selbst die Karten in Thief 1 waren nützlicher, muss ich sagen. Huch. Und natürlich gibt es die Beute. Die in diesem Spiel teilweise schwer zu erkennen ist. Und es gibt diesen Glanz, ihr seht diesen Glanzeffekt, der da teilweise auftritt. Die Puristen aus dem alten Lager, sag ich mal, finden das bescheuert, weil so die Beute von Weitem sich verrät. Aber ich finde, in diesem Spiel ist das notwendig, weil die wertvollen Gegenstände und die nicht wertvollen Gegenstände sich sonst schwer voneinander unterscheiden. Daher habe ich diesen Glanz auch nicht ausgestellt, was ich hätte machen können. Denn ich spiele das Spiel unter anderem mit dem Sneaky Upgrade, einem Fan-Patch, mit dem man so ein paar coole Sachen einstellen kann. Drücken Sie sich mit dem Rücken an eine Wand, damit Sie im Schatten nicht zu sehen sind. Stellen Sie sich dazu dicht an die Wand und so weiter. Ein cooler neuer Move dieses Spiels, finde ich. Man kann sich jetzt an Wände drücken. Garrett lehnt sich dann sehr eng an die Wand und wenn es ein sehr enger Gang ist, können die Wachen auch sehr nah an einen vorbeigehen, ohne dass sie einen merken. Finde ich, ist ein sehr, sehr cooler Move. Gibt es auch nur in diesem Spiel. Werde ich öfter mal von Gebrauch machen. Das ist die Tür von Lord Julians Zimmer. Leider wird sie von einem Posten bewacht. Lenken Sie den Kerl mit einem Lärmpfeil ab. Machen wir das mal, ne? Franks! Not like any noise I ever heard. Is something by that door? Die Lärmpfeile haben hier irgendwas von Feuerwerkskörpern. Finde ich ganz witzig. Da ist noch ein wertvoller Teller. An manchen Tagen geht einfach alles schief. Lord Julian ist nicht in seinem Zimmer und von seinem wertvollen Samtbeutel fehlt auch jede Spur. Finden Sie einen Hinweis darauf, wo der Lord sein könnte? Warst du noch wertvoll? Ja. Oh, was liegt denn da Schönes? His Lordship has gone for a walk. Can't have gone far. Mein Freund, hochgeschätzter Lord Julian, ich erwarte euch heute Nacht im Lancaster-Zimmer und vertraue darauf, dass ihr euch ob des Risikos, das ich eingehe, großzügig erweisen werdet. Morris der Koch. So unterschreibe ich auch immer. Chris der Student. So, es gibt hier noch ein bisschen Beute, das kriegt man nur, wenn man
das da gelesen hat und hier nochmal zurückgeht. Wenn man die 100% Beute der Tutorial-Mission haben will. Sollte man hier nochmal reingehen. Die Wache ist auch magisch verschwunden. Gut für uns, würde ich sagen. Das ist zum Beispiel ein so ein Kerzenständer, der gar nichts wert ist. Die sehen sich aber alle ziemlich ähnlich. Das ist eben das Problem. Daher brauche ich diesen Lootglanz, diesen Beuteglanz einfach. Wurde meiner Meinung nach entsprechend der Grafik-Engine nicht umsonst ins Spiel integriert. Lord Julian sitzt am Feuer und unterhält sich mit jemandem. Sein Beutel liegt neben ihm. Schleichen Sie sich an und stehlen Sie den Beutel. Passen Sie aber auf, dass niemand Sie im Raum sieht oder hört. Gehen Sie mit Ihrer Beute anschließend in die Küche. Bleiben Sie im Schatten. Gehen Sie lautlos und bewegen Sie sich nur, wenn Ihre Gegner Ihnen den Rücken zuwenden. Behalten Sie Ihr Lichtjuwel im Auge und setzen Sie, wenn nötig, Ihre Ausrüstung ein. Sollte der Wachposten nach Ihnen suchen, schleichen Sie sich vorsichtig weg. Five picked men. My lord. Five picked men with me and we cut our way through. He's your cousin, my lord. I won the bet. My shaft was closer by a thumb's width. The bloodline opal should rightfully be mine. If I may, my lord, I can help you. I know the castle. Well, you're a cook. What could you know? Every evening after sunset, the supply wagon comes through that gate and into the courtyard, and no one looks twice. Arrange for your men to be inside one evening. And then we cut our way through. Five good men against 20, and my accursed cousin. My lord, listen. There is a passage leading into the castle from the courtyard. I can open it for you when you give me the signal. The torch in the lion's head sconce. You must put it out. The lion's head torch. Yes. And when I reach the vault and hold the bloodline opal, I will take my place as head of the family. The Lady Elizabeth will be waiting. Even now she'll be flattering him, giving me time to return. Only the medallion is the only key, my lord. You must keep hold of it. You forget Lord Ember has another. I hear he guards it. With his life. My lord, I wish only for peace in the household. The opal is mine. I won that bet, Morris. I won it. Äußerst britisch. Ja, die Untertitel sind leicht asynchron in diesem Spiel. Aber sie werden auf jeden Fall alle angezeigt, also daher. Wenn es mal eine Sekunde zu spät ist, aber lesen könnt ihr sie. Und damit haben wir die gesamte Beute dieser Tutorial-Mission gefunden. Und verziehen uns. Aber das Spiel muss unbedingt noch simulieren, wie wir erwischt werden. Auch der vorsichtigste Dieb wird irgendwann entdeckt. Natürlich können sie sich ihren Gegnern mutig stellen. Normalerweise empfiehlt sich jedoch der geordnete Rückzug. Werfen sie zum Beispiel eine Blitzbombe und fliehen sie, während ihre Verfolger geblendet sind. Wählen sie die Blitzbombe mit F1 aus und... My eyes! Oh God, my eyes! I'm blind. I really think I'm blind. Uh-oh. Oh, someone's asking for it. Ich will ihn noch umhauen. I'll find you, and that's a promise. Einfach weil ich es kann. Okay, er geht raus. Das ist echt scheiße, weil da wollen wir nachher auch hin. Komm mal wieder rein. Junge, was willst du da draußen? Could be anywhere in here. I know someone's about. Oh, so schönes Licht. Can't explain it, but it's true. Komm mal wieder rein, Wachlein.
Der Terror in seinen Augen. Entschuldigung. Der Terror in seinen Augen hat mich einfach husten lassen. So, du schläfst gut. Dein Schwert würde ich auch gern mitnehmen. Ich habe nämlich nur so einen doofen Dolch. Das Schwert gibt es nämlich leider nicht mehr. Sniff. Aber was soll's, das war die Tutorial-Mission. Close one. But I've still got the goods. Und beim nächsten Mal geht's ja mit der ersten richtigen Mission los. Und wir werden uns mal nach diesem Blutstein-Opal umsehen, von dem wir jetzt hier gehört haben. Da werden wir in das Haus einbrechen von dem einen Typen, der gerade am Feuer gesessen hat, und dann geht's richtig ab. Ich werde das jetzt so machen, dass Thief 3 und Metro sich von den Videos ja mal abwechseln. Ich werde da eine Mission machen, da ein Level machen, da eine Mission machen, da ein Level machen und so weiter. Also hier nach wird vermutlich wieder ein oder zwei Metro-Videos kommen und danach kommen dann aber auch wirklich 2, 3, 4, 5, je nachdem, Videos von Thief Deadly Shadows und so wird sich das mal abwechseln. Ja, und so beginnt dieses Let's Play. Ich bin sicher, einige von euch haben da schon zähnefletschend drauf gewartet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Thief Deadly Shadows. Bis dann, Leute!